Hallo. Kann ich auch gar nicht wissen, wenn Sie es nicht haben. Hallo. Schönen guten Tag, ich bin die Frau Miro von der Energieversorgung Goldgas und möchte gerne mit den Herrn Dimitri Sommer sprechen. Ja, einen Moment bitte. Emil, Telefon. Danke. Ja, ich komme. Ja, bitteschön. Hallo, Dimitri. Ja? Hallo. Hallo, Herr Sommer. Ich bin die Frau Miro von der Energieversorgung Goldgas. Hallo. Sind Sie... Hallo. Weswegen ich anrufe. Sie hatten doch vor kurzem mal einige Fragen zum Thema Gas und Strom beantwortet. Und dass wir uns eben nochmal melden, um einfach mal zu schauen, dass man weniger bezahlen kann. Ich weiß nicht, Herr Sommer, was... Ja, ich habe verstanden. Achso, was zahlen Sie monatlich an Gas? Das ist eine gute Frage. Jetzt kommen wir so schnell von Schnitzel auf Gas. Was zahlen wir für Gas, Blät? 45 Euro, sagt der. Keine Ahnung. Und Strom? Das weiß ich sogar. 75. Okay. Das hört sich mal gut an. Sind Sie mit Gas bei der Gasag oder? Da könnten Sie mich genauso gut nach irgendwelchen Planeten fragen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wer weiß macht denn die Sachen für Strom und Gas? Ah ja, die Stadtwerken. Nein, ich meine, wer ist bei Ihnen zuständig für Strom- und Gassachen? Sie oder Ihre Frau oder? Ne, meine Kumpel hat die Gasgeschichte mal gemacht, weil da habe ich keine Ahnung. Und ich habe die Stromgeschichten gemacht, weil da hat er keine Ahnung. Das ist hier so, wie bei Armee. Jeder macht, was kann der am besten. Stimmt. Da. Okay. Oh, schön, dass Sie sich freuen über unser geordnetes Chaos. Tja, muss auch sein, ne? Natürlich. Herr Sommer, wissen Sie, was Sie bei Strom für einen Jahresverbrauch haben? Warte mal, ich habe das hier irgendwo, warte mal, muss das raussuchen. Das ist ja dann, weg, das wollte ich gar nicht machen, mal 12 ist dann 900 Euro. 900 Euro. Nein, ich meinte die Jahresverbrauch an Kilowattzahl, was Sie im Jahr verbraucht haben. Na, woher soll ich das denn wissen? Einfach mal die letzte Endabrechnung aussuchen für Strom und Gas, da steht alles drauf. Einfach Können mal Sie gleich raussuchen. Ihren Kumpel fragen. Ja, wie lange haben Sie denn Zeit? Ich bin schlecht mit so Sachen. Also, ich habe bis 20 Uhr Zeit, so ist es nicht. Ich habe positive Feedback, ich glaube, das können wir schaffen. Ich glaube, wir können das schaffen, aber wir müssen uns anstrengen. Das ist so, Rechnung, ja? Aber ne, die buchen immer ab, ich kriege keine Rechnung. Doch, man kriegt doch eine Jahresendabrechnung vom Energie- und Gasanbieter. Ach, diese eine da, ja, einen Moment, muss mal gucken, wo ist das? Irgendwo habe ich das mal gesehen, aber könnte länger her sein, weil Jahresende war ja vor einem Jahr, blöd. Ja. Oh, weil das wird jetzt ja wahrscheinlich demnächst wieder irgendwann kommen. Ja, schätze ich mal, dann Ende Dezember bestimmt, ne? Ja, da ist meistens dieses Jahresende bei Dezember. Aber nur meistens. Nur meistens. Oh, ich habe auch schon anders erlebt. Weil wir Russen feiern Neujahr ja in Februar. Deswegen. Okay, das ist Krankenkasse. Das will ich nicht haben. Zumindest nicht jetzt. Was ist das? Zombiespiel wollen wir auch nicht haben. Blöd, wo kannst du Vertragsmappe hinlegen, Suka? Ja, dann hol das her, Blöd, das ist ein Fahrschulkram, da kann ich ja ewig suchen. Du hast nicht mal Führerschein für Deo-Rolle, jetzt bring das hierher, Blöd. Brauchst gar nicht so gucken. Ja, das wollte ich doch haben. Ich hätte noch ewig gesucht. Okay, gehen wir mal auf 2200. Runden wir gleich mal auf. Aufrunden? Ja. Ist immer gut. Wenn wir bei Rechnung dann abrunden, ist das gute Deal. Einmal höher, einmal runter. Richtig. Richtig. Sie sind gute Geschäftspartner. Also, ich biete Ihnen Gas an.
für 2200 Kilowatt für 59 Euro und 19 Cent im Monat Strom. Jetzt bin ich Verwirrung. Warum? Jetzt haben Sie gesagt für Gas, dann haben Sie für Strom gesagt. Dann ja, ich habe mich vertan, ich meinte Strom. Ah. Weil normalerweise rechne ich immer erst mit Gas und dann mit Strom. Aber jetzt rechne ich ja erstmal mit Strom. Ne? Ah, die nein, Strom. Sorgt 2200 immer für Kilowatt. Chaos. Irgendwie habe ich diesen Einfluss auf Menschen. Ich weiß nicht warum. Ne? Ich mach also, das wie ganzes Putin. Teil weniger. Ne? Was soll ich jetzt bezahlen? Bei uns zahlen Sie bloß 59 Euro und 19 Cent. Das sind ja fast 20 Euro weniger, blöd. Haben oder nicht haben, ne? Na, was macht ihr mit dem Strom? Ist das geklaut aus Polen? Nee, ist nicht geklaut. Habt ihr Solarzellen? Nur der Arbeitspreis ist niedriger. Nur darum geht's. Ja, so, können Sie nochmal versuchen rauszukriegen, wie es bei Gas ist, wie da der Jahresverbrauch ist? Kannst du ja mal deinen Kumpel fragen? Rakesh, komm her! Klär das, blöd! Ich verstehe nichts davon. Hallo? Ja? Hallo? Was soll ich Hallo? Machen? Ich wollte von Ihnen mal wissen, was Sie für einen Jahresverbrauch bei Gas haben. Muss ich mal kurz reintippen. 540 Euro. 45 Euro zahlen Sie. Mhm. Ja, mal 12, und dann sind wir bei 540 Euro. Mhm. Können Sie auch den Jahresverbrauch in Kilowatt zahlen? Was ist da das Umrechnungsfaktor? Also man kann in Kubik, ne, denn nee, wenn man es Kubik hat, rechnet man mal 10. Von Europa. Und wenn man das Kilowatt zahlt. Von Europa auf Kilogramm, wie kann man das umrechnen? Also nehmen wir mal an, haben Sie einen Jahresverbrauch bei Gas von 4000 Kilowatt im Jahr? 540 Euro. Was muss man jetzt damit rechnen? Was, 500? 40 Euro. Europa? Ja. 540 haben Sie im Jahr bezahlt, oder wie? Ja, ja. 540 Ach Euro. So. 540. Ja, sind 45 Euro im Monat, diese Zahlen, ne? Ja, das habe ich ja vorher schon wissen. Ich glaub, das so ist es, ne? Das ist geheime Technik. So, und jetzt brauche ich bloß den Jahresverbrauch, was Sie verbraucht haben im Jahr an Kilowattstunden bei Gas. Ja, das habe ich ja verstanden. Und jetzt ist das Frage, wie kann man das Umrechnung machen? Warum umrechnen? Ja, wenn ich nur das 540 habe, dann muss man ja Umrechnung machen. Ich kann das nicht machen. Man muss das Formel haben. Da brauchen Sie nichts umrechnen. Na, du musst das doch rauskriegen. Ach so. Ja, Kilowattzahl und Grundpreis rechnen. Warten Sie. Ich weiß ja nicht, was Sie für einen Kilowattverbrauch haben im Jahr. Ja, ich ja auch nicht. Darum will ich das ja ausrechnen. Wie der Arbeitspreis ist bei Ihnen. Ja, also das, ich habe hier das, vielleicht hilft es. Das bei den Heizungen steht Thermolux drinnen. Thermolux. Ja. Man hat doch immer so einen Arbeitspreis für die Kilowattstunde. Haben wir auch. Was ist mit Ich weiß ja nicht, wie bei Ihnen der Arbeitspreis ist für die Kilowattstunde. Ich auch nicht. Woher soll ich das wissen? Ja. Man kann immer nur mit dem Arbeitspreis und dem Grundpreis rechnen, was der Kunde auch wirklich hat, um das umzurechnen. Ja, und was wird bei Sie kosten? Wie bitte? Was soll bei Sie den Gas kosten? Also wenn ich jetzt mal ich biete Ihnen einen Arbeitspreis an für die Kilowattstunde bei uns von 4,48 Cent brutto. Was ist das? Arbeitspreis ist für je Kilowattstunde. Gibt's immer einen Arbeitspreis. Ja, und das muss man dann für jeden bezahlen? Richtig, für jede Kilowattstunde. Okay. Na, und wenn ich jetzt nehmen wir mal 5000 Kilowatt rechne. Ja. Na? Oh Mann, ist immer so. Formel. Ich will Formel haben, ich möchte auch rechnen. Wie bitte? Ich möchte bitte mitrechnen. Können Sie Formel sagen? Sie fangen an zu schreiben. Hallo? Also, ich habe jetzt mit 5000 Kilowatt gerechnet, würden Sie bei uns zahlen 31,15 Euro.
Okay, ist das viel? Das ist wenig. Ne, wenn Sie jetzt 45 Euro zahlen, ne, und bei uns nur 31,15 Euro, ist es wenig. Okay. Ja, das, das ist richtig, aber das Kilogramm, ist das, kann man damit leben? Hallo? Kann man dann da noch was machen? Madame? Hallo. Ich habe eine Frage. Haben Sie eine Endabrechnung von Gas? Ein was bitte? Eine Jahresendabrechnung für Gas. Das Rechnung? So eine Jahresendabrechnung, so wie Ihr Kumpel Strom hat, eine Jahresendabrechnung. Soll ich das suchen? Hallo? Hallo? Soll ich das suchen? Hallo? Hallo. Soll ich das raussuchen? Fragezeichen. Ja, das wäre ganz lieb. Ja, eine. Du müsstest mal suchen. Könntest du wieder geben? Hallo. Ja. Oh, große Theater. Warum? Es ist Brückentag. Wir haben gestern Party. Es ist alles noch nicht wirklich wach hier. Ach so. Da, der Kollege, der kann auch kaum laufen. Ach so. Passen Sie auf, wir machen es andersrum. Sie werden erstmal wieder munter? Ich bin total munter. Nachher um 15 Uhr kommt mein Freundin, dann geht weiter Party. Dann geht's weiter Party. Ja, morgen ist Feiertag, Blöd, müssen wir trinken. Ja, das ist richtig. Möchtest du auch Wodka? Eine kleine Wodka. Hallo, Madame. Ja, ich bin noch da. Soll ich auch Wodka bei Ihnen geben? Ja, gern. So, was möchten Sie dazu trinken? Oder sind Sie hardcore und trinken das pur, Blöd? Wodka trinkt man am besten pur. Das ist gute Einstellung. Wie lange halten Sie aus, Wodka zu trinken, ohne Chaotik? Ich halte lange aus. Ach, Herausforderung angenommen. Wir müssen Duell machen. Wann und wo? Ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten. Auch am Feiertag doch nicht, oder ruft ihr am Feiertag auch die Leute an? Nee, aber morgen bin ich bei meinen Freunden eingeladen. Ach, da ist Party angesagt. Oh, dann müssen wir Party zusammenlegen. Dann müssen wir uns in der Mitte treffen, nehmen ein Picknickdecken und dann Party. Also ihr müsst Mittwoch nicht arbeiten, ja? Dienstag? Ja, Mittwoch ja, da muss ich arbeiten. Ja, aber Dienstag nicht. Nee, Dienstag nicht. Weil das merkt man dann immer, weißt du, wenn dich an Feiertagen Leute anrufen, was zu verkaufen, das sind dann der Callcenter aus Türkei und Bosnien, weil da gibt kein Feiertagen. Ah. Da sind immer Leute, habt ihr kein Frei heute? Und dann so, blöd, jetzt weiß der, wo wir herkommen. Weil da ist ja jetzt, vielleicht haben Sie gelesen bei, wie heißt das hier, bei Spiegel stand so große Reportage, dass da ganz viele aus Türkei anrufen. Sind Sie auch in Antalya? Nein, ich bin in Hamburg. In Hamburg, das ist gut. Da habe ich auch mal gewohnt, da hatte ich noch andere Namen. Mhm. Da. So. Was machst du? Beeil dich mal. Oh, jetzt liegt der da, warte mal. Ja. Blöd, steh auf, du hast Auftrag bekommen. Hol den Papieren. Alter, lass mich in Ruhe. Steh auf, Suka. Ich leg dich sonst bei Badewanne drinnen. Ich mach das selber. Ich werde mal bei seinem Schrank gucken. Oh, scheiße, Dreck. Blöd, du musst mal dein Zimmer auf, da kommt alles entgegen. Was ist das? Oh, diese komische Elefantenbibel von den Indern. Kennen Sie das? Was? Diese Elefantengott mit 10 Armen. Oh nein, ich hatte hier auch stehen. So viele alte Sachen. Oh cool, Diablo 2 muss ich nachher mal spielen. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, hier ist, wenn irgendwo auch Bernsteinzimmer drinnen. Das große Chaos hier. Das geht ja gar nicht, blöd. Mit sowas wohne ich zusammen. Scheiße, blöd. Ich hoffe, das wird nicht aufgenommen, so wie ich hier am Fluchen bin. Nö, nö. Oh, irgendwie schade. Wäre fast gut für Comedy, diese Situationen. Aha. Oder nicht? Ja, hört sich ganz interessant an. Schön zum Lachen. Entschuldigung. Das ist ja schön. Haben Sie immer schöne Anrufe oder sind auch schlimme Menschen darunter? Ist verschieden.
Mal was, so, mal so. Was war Ihr schlimmste Erlebnis bei Callcenter? Ach, Schlimmstes. Bei mir gibt's eigentlich nichts Schlimmstes, was Schlimmes. Na, also, keine ganz schrecklichen Kunden? Ach, nö. Nicht? Nö, kann ich nicht sagen. Weil ich hab mal einen Kumpel, der hat mal eine Zeit lang da arbeitet, ist immer mit so einer riesen Fresse nach Hause gekommen. Da alles Arschlöcher, alle anschreien, alle auflegen. Gibt es welche, ja, aber doch, ach, da lacht man drüber. Da, ja gut, wenn sie da so gut mit umgehen können, dann passt das ja. So ist es. Ich habe keine Ahnung, wo der diese ganzen Sachen hier hingelegt hat. Ich würde sagen, das ist dann seine Schuld, dann werden wir Gas abstellen und dann muss der mit einer alten Blechtonne kochen, wie bei Straße in New York. Passen Sie auf, ich mach's andersrum. Wenn er wieder mal nüchtern, also wenn es ihm besser geht, ne, dann würde ich sagen, melde ich mich Mittwoch nochmal. Nüchtern und besser geht, ist das die Frage, ob es einem dann besser geht, weil eigentlich ist es auf Niveau bleiben, das ist in Ordnung, sonst alles Kopf kaputt. Kommt drauf an. Kopf kaputt, blöd. Dann aber zu Abend, würde ich sagen, weil der, falls er bis dahin wieder nüchtern, muss der arbeiten. Okay, dann machen wir es so rum. Ich melde mich Mittwochabend nochmal. Wie lange hat eure Killerbude denn offen? Nach bis 20 Uhr. So lange? Ja, dann irgendwann zu 18 Uhr oder so, würde ich sagen. Ja, so 18 Uhr hört sich gut an. Ja, vielleicht lebt er bis dahin wieder. Ansonsten werfe ich den Treppe runter. Okay, jetzt aber ich bedanke mich. Ja, gerne. Bis dahin. Für das Gespräch. Das wird dann, ja. Hallo. Schönen guten Tag, ich von der Energie und möchte gerne mit Ihnen Herrn Dimitri. Am Telefon, Sommer? Ja, hallo. Super. Deswegen ich anrufe, Sie hatten doch vor kurzem mal einige Fragen zum Thema Gas und Strom beantwortet. Und dass wir uns nochmal melden von Goldgas, um einfach mal zu schauen, was man weniger bezahlen kann. Weniger bezahlen, wofür? Für Gas und Strom. Ah, okay. Im Monat. Das ist gut. Da hätte ich mal eine neugierige Frage, Herr Sommer. Da. Was zahlen Sie was zahlen Sie monatlich an Gas? Müsste ich lügen, keine Ahnung. Keine Ahnung, glaube, Sie sind ja gerade zu 45, glaube ich. Hm. Sowas um die Richtung, irgendwie. Hm. Haben Sie, sag ich mal, irgendwo eine Jahresendabrechnung? Wüsste nicht, wo, bin gerade hergezogen. Ich habe so Kartonschlacht hier. Ach so, seit wann wohnen Sie in der neuen Wohnung? Oh, 3 Wochen. Noch ganz frisch. Da, noch ganz noch frisch. Ganz frisch. Ich hab erst Schlafzimmer und Wodka-Gläser ausgepackt. Das Wichtigste. Na, Wodka ist sehr wichtig, ne? Natürlich. Alle, die aus Russland kommen. Möchten Sie mit trinken? Ja, Wodka trinke ich auch gerne. Das ist schön. Womit? Was dazu? Ich habe mal eine Frage. Da. Sind Sie bei der Gasag mit Gas? Ich glaube schon. Ich habe keine Ahnung. Und leben Sie alleine in der Wohnung, oder? Ja. Hm. Zweiraumwohnung oder Einraumwohnung? Oh, 2,5. Aber das ist eigentlich kein halbes Zimmer. Okay, also dann wurden Sie mit einem Jahresverbrauch eingestuft von 5000 Kilowatt. Da. Bei Gas. Keine Ahnung, weiß nicht, was die gemacht haben. Ja. Ich habe gerade andere Gas Sorgen, als mich da mit diesen Leuten zu ärgern. Ich muss ja hier die ganzen Sachen machen. Ich will Ihnen das anbieten für 31 Euro im Monat und 15 Cent bei Gas. Ja, klingt nach weniger. Auf jeden Fall. Ne? Hört sich nicht schlecht an. Finde ich auch. Ich habe eine neugierige Frage. Ich mag dieses das Sie machen. können Sie bitte nochmal machen? Darf ich mir das aufnehmen als Einschlafmusik? Alles klar. Vielen Dank. Wir werden schlafen wie auf Wolken. Ja. Mit einem Wodka. Was zahlen Sie monatlich an Strom? Das weiß ich, 65. Was, so viel? Da. War zumindest bei alter Wohnung. Ja, aber trotzdem ist doch Wahnsinn. Wieso? Für eine Person. Ja, was weiß ich denn? Ich hab da keine Ahnung. Mann.
Also, passen Sie auf. Ich biete ihn an. Jahresverbrauch von 1500 Kilowatt. Das ist viel zu wenig, Wert. Ich habe 2-3 gehabt letzte Jahre. Was? 2-3? Da. Mann, was haben Sie denn alles alle elektrischen Geräten? Ich habe so ein Musikstudio, kleine. Da. Alter, ich mag die Geräusche, die sie machen. Die müssen sie mal bei Filmstudio anrufen, ob die so jemanden brauchen für Hintergrundgeräusche. So für, können sie pfeifende Wind machen? Oh, pfeifen? Ja, so wie der Wind im Hintergrund so. Und ich habe einen Kumpel hier, der ist bei wie heißen die Studio Berlin? Ich vergesse das immer. Da kann ich sie empfehlen. Mhm. Aha. Strom liegt aber ganz gut mit 60 Euro. Ist kein guter 2000er. Deal mit Studio? Nee. Warum nicht? Ich bin aus Hamburg. Das ist doch nicht so weit weg. Und dafür gibt es Helikopter. Haha. Ja, ja. Da. Ah, ich bringe sie ganz aus Konzept. Genau mal das wollte ich. So, wann trinken wir Wodka, Mamuschka? Oh, wenn wir mal Zeit haben. Also ich hab muss Zeit. Ja immer arbeiten. Ja, das ist ja noch ein bisschen hin. Wie lange ist Callcenter offen? Oh, wir arbeiten bis 20 Uhr. Doch, ich könnte nicht so lange die Leute belästigen. Hm. Nein, mal ernsthaft, gehen Leute um die Zeit am Telefon? Ja. Ja. Da haben die doch gar keinen Bock mehr. Also wenn mich so spät jemand anrufen würde, ich würde das Telefon an die Wand schmeißen. Oh, um die Uhrzeit trotzdem. Also wenn ich nach Hause also ich komme, hab keine will Probleme. Ich fressen, saufen, schlafen. Und dann, wenn da jemand anruft, sage ich, ja, hallo, kann ich Strom für Sie verkaufen? Ich würde ausrasten. Naja, deswegen rufe ich sie ja jetzt an. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Also so eine Stunde später wäre grenzwertig gewesen, noch eine Stunde später hätte ich Präsident Putin angerufen. Ui. Da. Dann wird gefährlich. Ach, na ja. Na ja. Haben Sie keinen Respekt vor Präsident Putin? Ich finde ihn in Ordnung. Ich finde ihn gar nicht mal so schlecht, ne? Das was gut. Er macht. Das ist teilweise, gut. Ne? Finde ich gut. Also... No? Aber das gleiche muss hätten Sie jetzt sagen. Wahrscheinlich bei jeder anderen auch gesagt, weil Sie müssen ja Pluspunkt bei Kunde sammeln. Nee, beispielsweise Frau Dr. Merkel mag ich nicht. Also, wenn Sie sie Frau Doktor nennen, dann zeigen Sie aber großen Respekt. Nein, ich meine aber die Merkel meinte ich nicht. Ne? Also die mag ich nicht. Na. Das ist nicht mein, ne? Also, ist was, so. Was mögen Sie nicht an Frau Merkel? Ja, ihre Art, ne? Also Entscheidung, die sie macht. Ne? Also, ah, okay. Also sie macht vieles, was nicht fürs Volk ist, sagen wir mal so rum. Zum Beispiel die Strompreise. Beispielsweise, ne? Ja. Oder auch andere Sachen, ne? Also. Wann wird Strom nächstes Mal teuer? Ja, Preise erhöhen sich jedes Jahr bei Strom. Ja, weil meistens, wenn Leute einem anrufen, um Stromvertrag anzudrehen, die sagen ja immer gleich am Anfang, jetzt wird in Oktober wird teurer oder in April ist teurer geworden. Das haben sie gar nicht gesagt. Gehört das nicht bei Ihnen zu Skript dazu? Nö, also ich weiß nicht. Bloß, dass im Mai war eine Erhöhung bei allen Anbietern. Da, weil die meisten, die machen also, einem damit gleich am Anfang von Gesprächen Angst. Das wundert, das habe ich irgendwie vermisst. Können Sie das bitte einmal sagen, dass mein Herz komplett ist? Was soll ich sagen? Keine Ahnung, irgend so eine Callcenter-typische Drauf-Phrase, dass der Strom teurer wird und ich darum unbedingt wechseln muss. Das muss ich haben, sonst bin ich unglücklich. Okay, der Strom wird ab nächstes Jahr Mai wieder erhöht. Heißt, der Arbeitsplatz erhöht sich nochmal. Wie viel? kommt immer drauf an, ne? Also meistens um 1,2 Cent für die Kilowattstunde. Ah, das ist bei 2000 ganz schön teuer. Hm. Oh, ich mag dieses Geräusch. Können Sie mich jetzt jeden Morgen damit wecken? Oh, ich finde das großartig. Ganz ehrlich, ich hatte einen scheiß Tag und jetzt finde ich alles super. Das ist schön, freut mich. Ah, mich auch. Und wie geht es Ihnen an diesem wunderschönen Tag? Ja, mir geht's gut. Haben Sie nette Kunden? Na, auf jeden Fall. Da? Keine schlimmen Leute heute?
Nö, ein hatte ich, aber das ist, ach, ist nicht so schlimm. Was ist das Schlimmste, was haben Sie erlebt am Telefon? Boah, Schlimmste, also... Tief graben, ich will die ganze Geschichte hören. Ich muss aber weiterarbeiten. Ja komm, diese eine Geschichte, das möchte ich jetzt hören. Das Schlimmste am Telefon, oh je, was ist daran eigentlich so das Schlimmste? Das weiß ich ja nicht, darum frage ich. Naja, wenn das manche, es gab mal einen Kunden, der wurde richtig ausfällig. Der hat ihm Wörter gesagt, ne, die wirklich unter alle Würde waren. Oh, welche? Ich will das hören. Nein, darf ich nicht sagen. Ah, beschreiben. Nee, kann ich nicht. Oh, bitte. Wir haben doch Meinungsfreiheit. Oder ist ja. Ihr Callcenter auch in der Türkei, wie die ganzen anderen? Aber ich bin auf Arbeit. Kann ich nicht. Bitte nicht weinen. Nein, ich weine nicht. Und das hat sich gerade so angehört. Nein. Oh, so jetzt. Bevor ich weine, das dauert. Ich bin bereit für Ihre Frage. Wir wechseln uns jetzt immer ab. Mhm. Naja, gut. Wie sieht's aus mit Gas? Willst du da weniger bezahlen im Monat? Ah, wir waren von 45 auf irgendwie 33. Auf 31 Euro und 15 Cent. 31 Euro 15 und bei Strom? Strom ist okay. Ist okay, ist doch nicht so wenig für einen Menschen. Doch nicht so viel. Ja, eigentlich ja, ne? Normalerweise verbraucht ein Mensch, also ein Alleinstehender, ne, so 1000 bis 1500 Kilowatt, ne? Das also, scheiß Tonstudio frisst viel Strom. Ja, ja. Aber das, was will man machen? Die haben, das geht da ja kann man nichts anders. Machen. Das geht ja nicht anders, weil das kannst du ja schlecht mit Handy machen. So ist es. Da. Oh, worüber freuen Sie sich? Ja, ich bin immer ein lustiger Mensch. Das ist schön. Dann kann ich Ihnen meine neueste Comedy zeigen. Weil ich habe jetzt, weil viele Leute immer Probleme haben, den russischen Akzent zu verstehen. Ne? Da habe ich mir überlegt, was ist für Sie, finden Sie, eine lustige Akzente? Das hört sich gut an. Nein, aber welchen Akzent mögen Sie? Oh je. Welche Land ich mag oder? Ich mag auch gerne, sag ich mal, dieses Sächsische. Oh, das finde ich schrecklich. Ich habe versucht, das zu lernen, aber ich kriege das nicht hin. Weil ich habe jedes Mal dann das Gefühl, ich müsste mir einen Blumentopf ins Gesicht schlagen. Mögen Sie Inder? Ich habe mit solchen Leuten noch nichts zu tun gehabt. Mit Indern? Also ich meine nee, so von Akzenten, nicht die Leute selber. Boah, hört, geht auch. Weil ich, soll ich sie mal vorspielen, weil ich brauche Feedback. Ja. Hallo, mein Name ist Rakesh, möchte Sie Kamele kaufen? Ist das gut? Kann man damit arbeiten? Naja, ich meine, das hört sich gar nicht schlecht an, ne? Das ist doch super. Und wenn, sagen Sie mir nochmal spontan irgendwas aus dem Kopf, wenn nicht sächsisch. Weiß nicht, Schweizer. Ja, grüezi mal, mein Name ist Ulrich Hinterlader. Möchten Sie mein Alphorn sehen? Ey, klasse. Das klappt doch, oder? Das ist toll. Hast du noch einen Wunsch? Das ist wirklich klasse. Was ist denn hier? Bayerisch? Wie sagst du, du kannst abholen. Super. Also ich sagte, es ist gar nicht so schwierig, man muss es nur wollen. Das ist top. Darum, weißt du, das Studio, das kostet Geld, kostet Strom kostet auch wieder Geld. Und das ist dann, und dann sitzt man am Telefon und guckt, was kann man am besten daraus machen. Da. Ist schrecklich, nicht wahr? Also was ich auch gerne mal mache, ist, wenn das bei mir anruft und ich voll keinen Bock drauf habe, wissen Sie, was ich dann mache? Na? Dann rede ich wie so ein alter Mann, der überhaupt nichts versteht. Ist das auch gut? Ja! Super, diese Umstellung auf einmal, echt klasse. Super. Ich hab den alten Mann, denn da gibt es so eine Figur bei Fernsehen. Ich hab den Herr Maulwurf genannt. Haben Sie vielleicht schon mal gehört? Ja. Da, woher kennen Sie Herr Maulwurf? Jetzt muss ich überlegen.
Gehört habe ich es schon mal. Da, wo? Bei Internet oder bei Fernseher? Fernsehen. Bei Fernseher? Aber bin ich schon so berühmt geworden? Ich habe das schon mal gehört. Finde ich gut. Internet sind Sie auch? Da. Aha. Okay. Ach Mann. Oh, was? Ich muss weiterarbeiten. Oh. Geben Sie mir eine Note für Performance. Was soll ich geben? Eine Note. Also eine Note. Also ich geb volle 10 Punktzahl. 10 von 10? Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Kann ich nur zurückgeben. Dankeschön. So, und was ist jetzt mit Wodka? Ich trinke zwar gern Wodka. Aber heute nicht. Ich muss weiterarbeiten. Nach Feierabend. Ich komme doch nicht ins Callcenter zum Saufen. Die schlagen mich doch alle tot da. Wenn die hören, da kommt Herr Maulwurf, dann werden die Stühle genommen und geworfen. Das kann ich nicht machen. Sie können ja mal irgendwann mal wieder anrufen. Ja, können Sie. Nummer sehen Sie doch bestimmt, ne? Nein, kann man bei der Nummer zurückrufen? Ja, kann man zurückrufen. Alles klar, dann rufe ich irgendwann mal an. Wie lange arbeitet ihr immer? Bis 20 Uhr. Ach ja, stimmt, das Thema hatten wir ja gerade, diese Lärmbelästigung so spät. Richtig. Dann rufe ich irgendwann mal abends an, wenn ich gesoffen habe, und dann können wir ein bisschen Spaß machen. Das können wir machen. Da, und grüßen Sie bitte Ihre Kollegen von Herrn Maulwurf. Können Sie das machen? Mache ich. Und wenn Sie mir Gefallen tun, können Sie meine Nummer wieder in den Pool schmeißen, dass noch andere Leute mich anrufen? Na, auf jeden Fall, ne? Ja, können Sie das machen? Na klar. Ich danke Ihnen von Herzen. Gerne, es wäre echt klasse, fand ich super. Ja, finde ich auch. Wünsche ich auch, auf Wiederhören. Wieder. Das wie Daniel.